Herr Kurt, herzlichen Glückwunsch zur herausragenden Bewertung im Rahmen des Mobile Enterprise Benchmarks der Experten Group. Vielen Dank. Welches waren die besonderen Herausforderungen bei der Umsetzung der Mobile Enterprise Strategie bei Computer Center? Es waren die Nicht-Windows-Systeme. Also wir kommen ja aus einer klassischen Landschaft, wo unsere Kunden auch unterwegs sind. Das ist überwiegend Standard-IT. Und Apple hat uns da schon ein paar besondere Herausforderungen in unser Nest gelegt und die mussten wir lösen. Die sind nicht nur technischer Natur gewesen, sondern auch organisatorischer Natur, wie zum Beispiel der Umgang mit der Apple-ID oder eben auch das Betanken von iPads, was ein Kunde standardmäßig ja gewohnt ist aus unserem Leistungsportfolio, dass er Notebooks fertig konfektioniert auf den Schreibtisch gestellt bekommt. Das sind im Wesentlichen die Hauptherausforderungen gewesen und unsere Managed-Service-Kunden, die Workplace-Services von uns gewohnt sind, auch zu beziehen, kam natürlich auch an und sagt, mach das doch komplett mit, manage mir diese Infrastruktur komplett so wie die anderen Elemente in der IT. Und der Herausforderung haben wir uns angenommen und in unser Portfolio dann entsprechend auch integriert. Wie überzeugen Sie Ihre Kunden von Ihrem Ansatz im Mobile Enterprise Umfeld? Also eine Schlüsselrolle ist sicherlich unsere jahrelange Erfahrung in dem IT-Bereich. Und wer sich mit mobiler IT auseinandersetzt, der weiß, dass es nicht nur um die mobile IT geht, sondern um die komplette Infrastruktur der Kunden. Die kennen wir sehr gut, also die Kundeninfrastruktur plus die mobile Technologie. Und wir haben ein super breites Fachwissen von Experten, die sich mit den IT-Kernkompetenzen auskennen. 500 Consultants, die in unterschiedlichen Themen unterwegs sind und für den Kunden entsprechend die Lösung sauber integrieren können, sodass er nachher auch wirklich einen Nutzen von dieser Technologie haben kann. Was sollten Kunden im Vorfeld erledigt haben, um von ihrem Ansatz profitieren zu können? Ganz wichtig ist eine Unternehmensstrategie, wo das Thema Mobility mit integriert ist. Es geht natürlich auch der Ansatz, dass man über Technologie versucht, das zu lösen, aber man kommt immer wieder im Laufe des Projektverlaufes darauf zurück, dass es wichtig ist, eine Unternehmensstrategie für mobile IT zu haben. Ob das nur Bring Your Own Device ist oder andere Themen, das spielt dabei nicht die Rolle. Die Zielsetzung muss vorher vorgegeben werden. Bei der Zielsetzung ist auch ganz wichtig, dass ein entsprechendes betroffenes Team davon mit am Anfang arbeitet, also Betriebsrat, Anwender, der CXO vielleicht, der mit da unterstützt und auch rechtliche Fragen beantwortet werden können. Und aus diesem kann man dann entsprechend eine Struktur bilden, die Strategie entwickeln. Wir helfen unseren Kunden auch dabei. Und wenn die Strategie steht, dann haben wir den richtigen Fahrplan, um dann mit unserer Erfahrung den Kunden auch wirklich zu begleiten, das Projekt zu einem Erfolg zu führen. Herr Kurt, noch ein Blick in die Zukunft. Was können wir vom Computer Center in den Laufe der nächsten Zeit erwarten, was Innovationskraft betrifft? Ja, Innovationen kommen in der Regel von den Herstellern. Wir haben gerade die Diskussion Windows 8 versus auch BlackBerry. Wir helfen den Kunden mit unseren Fähigkeiten, Leistungen und Lösungen, diese Technologie auch wirklich dann als Innovation nutzen zu können. Gebündelt von Kompetenzen, die wir in Bereichen von Collaboration-Lösungen besitzen. Und das sind einzelne Produkte, die aber sinnvoll zusammengefügt werden müssen, um dann entsprechend einen Mehrwert auch aus diesem Bereich im Prozess dann auch zu generieren. Und wie sieht die Vision von Computer Center für die nächsten Jahre im Mobile Umfeld aus? Also ich glaube, dass der Anwender da ganz vorne an erster Stelle steht, mit Blick auf den Anwender. Das zeigen auch die Apps. Ja, das Geschäft geht sehr stark in Applikationen herein, wo Geschäftsprozesse unterstützt werden. Und hier werden wir die Kunden auch begleiten. Wir haben den Bereich aufgebaut, eigene Spezialisten, um das Thema App und Mobilisierung von Applikationen, was nicht nur rein mit der Programmierung zu tun hat, sondern auch die anderen Aspekte da betrachtet werden müssen, hier zu begleiten. Wir haben Partner, die auch den Kunden von dem branchenspezifischen Wissen sehr gut verstehen. Und das gepaart, also Branchenwissen, Technologieverständnis, wie mobile Infrastrukturen aufgebaut werden, wird dann auch zum Erfolg eines Projektes führen. Herr Kurt, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.